als sie angefangen hat zu sprechen, wurde ganz schnell deutlich, dass sie eben noch geistig sehr wach ist und dass sie immer noch von ihren Ideen überzeugt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Katja Füchsel. Und ich bin Sebastian Leber. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir hatten ja schon Mordermittler, Anwälte und Staatsanwälte bei uns als Experten. Aber in dieser Folge ist zum ersten Mal eine Richterin zu Gast. Die verrät uns gleich, wie und warum sie am Ende geurteilt hat. Und es geht dabei um eine Anklage von großer gesellschaftlicher Relevanz. Wir werden heute über Hassverbrechen sprechen, über Volksverhetzung oder ganz genau gesagt über Holocaustleugnung. Wie ihr sicher wisst, ist der Holocaust wissenschaftlich sehr gut aufgearbeitet. Im Holocaust wurden etwa 6 Millionen Juden ermordet. Sie wurden systematisch verfolgt, verschleppt, in Konzentrationslagern umgebracht oder in Massakern getötet. Und trotzdem gibt es Menschen, die entgegen aller Fakten behaupten, den Holocaust habe es so gar nicht gegeben und die Herrschaft der Nazis, ja, die sei eher harmlos gewesen. Das ist nicht nur gelogen, sondern natürlich auch ein krasser Hohn für alle Opfer und deren Nachkommen. Und in Deutschland ist es eine Straftat, solche Lügen zu verbreiten. Wer es tut, verstößt gegen Paragraph 130 des Strafgesetzbuchs und begeht Volksverhetzung. Täter oder Täterinnen können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft werden. Und wir sprechen heute über eine Frau, die genau diese Tat begeht, und zwar immer wieder. Sie wurde dafür schon mehrfach verurteilt und in der Szene der Holocaust-Leugner wird sie regelrecht als Heldin verehrt. Diese Frau heißt Ursula Haferbeck. Sie ist eine überzeugte Rechtsextremistin und sie ist sehr alt, inzwischen schon 94. Wir werden darüber sprechen, warum sie tut, was sie tut und wie unsere Gesellschaft mit einer Unbelehrbaren wie ihr umgehen sollte. Also sollten wir einfach sagen, ach komm, lass die Alte, wir sollten die einfach ignorieren, oder sollte sie mit aller Härte bestraft werden, ganz egal wie alt und gebrechlich sie vielleicht ist. Ursula Haferbeck ist eine zierliche Frau mit langen silbergrauen Haaren, meist zum Pferdeschwanz zurückgebunden. Sie trägt gern altmodische, züchtige Kostüme, manchmal verziert mit einer goldenen Brosche. Frau Haferbeck stand schon zigmal wegen Holocaustleugnung vor Gericht. Sie wurde schon zigmal verurteilt, meist zu Geldstrafen, aber auch bereits zu einer Gefängnisstrafe. Im Jahr 2022 muss sie dann erneut vor den Richter, diesmal in Berlin. Und zwar hat sie Berufung gegen 2 frühere Urteile eingelegt. Und so kommt es im März 2022 zum Berufungsverfahren. Es geht für die Angeklagte jetzt um sehr viel, denn ihr droht wieder eine Haftstrafe. Und weil die Frau so alt ist, könnte es natürlich sein, dass sie dann den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen muss. Darüber entscheiden soll unser heutiger Gast, die Richterin Lisa Jani. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Fernsehen, denn Jani ist nicht nur selbst Richterin, sondern sie ist auch die Sprecherin der Berliner Gerichte. Und deshalb sieht man sie oft in TV-Beiträgen, wenn zum Beispiel jetzt wieder über Clanverbrechen oder Rockerprozesse oder sonst irgendwelche spektakulären Verfahren berichtet wird. Letzte Woche ist sie zu uns hier in den Tagesspiegel gekommen, hier in unser Studio im 2. Stock, und da habe ich sie gefragt, wie es war, die Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck im Gerichtssaal zu treffen. Sie wirkte so ein bisschen aus der Zeit gefallen, wie so eine BDM-Ringmädelführerin oder wie die hießen, in alt irgendwie. Also ich hatte aber auch so einen Impuls, aufzustehen und ihr meinen Platz anzubieten, nicht als Richterin natürlich, als Vorsitzende, sondern weil das einfach eine super alte Frau war. Und das löst ja so etwas in einem aus, dass man erstmal denkt, oh, man muss den Alten gegenüber Respekt zollen und höflich sein und ihnen Unterstützung anbieten. Aber in dem Moment, wo sie dann den Mund aufgemacht hat, war alles ganz anders, weil sie so wach und klar war und so verbohrt, dass ich mich auch richtig als Vorsitzende dann ermahnen musste, so Vorsicht, die darf man nicht unterschätzen, diese Frau. Liebe Hörerinnen, falls ihr euch jetzt wundert und denkt,
was ist da los? Warum klingt die Lisa Jani jetzt so hallig? Dann kann ich euch sagen, Sebastian hat's verbockt und zwar sowas von verbockt. Ja, und ich weiß echt nicht, wie das passieren konnte. Also 26 Folgen lang ist es immer glatt gelaufen, wenn wir die Interviews mit unseren Experten geführt haben. Aber diesmal ist irgendwie mein schlimmster Albtraum wahr geworden. Und zwar, also ich hatte letzte Woche hier im Studio das Mischpult aufgebaut, wie immer, und die Mikrofone und alles. Und ich habe unseren Gast sorgfältig ausgepegelt und dann auf Aufnahme gedrückt. Und es hat auch tatsächlich aufgenommen, und zwar 1 Stunde und 8 Minuten lang komplette Stille. Also da ist kein einziges Wort auf diesem Band drauf. Ja, Herr Lieber, was soll ich sagen? Aber was ja irgendwie für dich spricht. Immerhin hattest du für den Notfall zur Sicherheit dein iPhone daneben gelegt. Und das ist jetzt halt die Aufnahme, die du unseren Hörern hier im Podcast zumutest. Ja, da müssen wir jetzt durch. Also, liebe Frau Jani, wenn Sie das jetzt hören, liebe Grüße und kleiner Tipp, das nächste Mal vielleicht lieber mit Katja aufnehmen. Wieso sollte Geld nicht der richtige Umgang für mich sein? Ist Unberechenbarkeit berechenbar? Wie konnte sich Oma überhaupt ein Haus bauen? Warum hört Gleichberechtigung beim Geld auf? Kann mein Geld das Klima schützen? Was, wenn wir uns trennen? Antworten auf die finanziellen Fragen und Sorgen unserer Zeit. Eine Initiative von Hypo Vereinsbank, Allianz, Amundi, Wüstenrot und One Markets. Jetzt informieren auf hvb.de/mitdenken. Okay, Sebastian, lass uns mal zurückkommen zu der Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck und erzählen, wer diese Frau überhaupt ist. Also, ich leg mal gleich los. Haferbeck wurde 1928 in Hessen geboren. Sie ist mit 10 Jahren in die Hitlerjugend eingetreten, war dann im Jungmädelbund und im Bund Deutscher Mädel. Und das hat sie offenbar geprägt. 1969 heiratete sie einen wesentlich älteren Mann, einen gestandenen Nationalsozialisten, und zusammen haben die beiden dann einen Verein gegründet. Ja, dieser Verein hieß Collegium Humanum und da fanden Vorträge statt, bei denen ja rechtsextremes Gedankengut verbreitet wurde. 2008 wurde dieser Verein verboten, ihr Ehemann war da schon tot und Ursula Haferbeck hat daraufhin eine Zeitschrift namens Stimme des Reichs gegründet, sowie mehrere neue, auch wieder rechtsextreme Vereine mit trügerischen Namen. Also die hießen dann zum Beispiel Weltbund zum Schutze des Lebens oder auch einfach nur Bauernhöfe e.V. Und seit inzwischen 20 Jahren steigert sie sich immer mehr in diesen Wahn rein, dass es den Holocaust, also den systematischen Völkermord an den Juden, gar nicht gegeben habe. Dieses langjährige Wirken hat ihr eine treue Anhängerschaft eingebracht. Junge Neonazis und andere Rechtsradikale. Sie sehen Ursula Haferbeck tatsächlich als Vorbild an, als eine Vorkämpferin für ihre Sache. Ja, und das kann man jetzt auch im Gerichtssaal sehen. Da kommen höchst seltsame Gestalten zum Prozess. Also zum Beispiel hat Haferbeck schon vorab Kontakt zur Richterin aufgenommen und gesagt, ja, sie sei halt so alt, sie brauche eine Begleitung. Und Lisa Jani sagte, gar kein Problem, bringen Sie gern jemanden mit. Naja, und dann hat Haferbeck wirklich einen Begleiter dabei und der will dann auch direkt vorne bei ihr auf der Anklagebank sitzen und da fällt Jani Dannes auf, dass mit diesem Kerl etwas nicht stimmt. Er stand sehr stramm und ich sah dann auch, dass er eine Krawatte trug in den Farben der Reichskriegsflagge und da habe ich dann gesagt, nee, also Sie setzen sich bitte nach hinten. Und dann wollte sie noch argumentieren, also die Angeklagte, von wegen, ja, aber den bräuchte sie eben zur Unterstützung und der müsse an ihrer Seite sein. Und da habe ich gesagt, nee, dafür ist der Verteidiger da und habe diesen Mann eben nach hinten in die Ränge verwiesen. Es waren auch noch andere namhafte Holocaust-Leugner da, aber man muss ehrlich sagen, eher ein trauriges Trüppchen. An einem der Verhandlungstage erschien dann auch mal so eine Gruppe von Klakören, so Skinheads wie aus dem Bilderbuch. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Die haben dann eben an bestimmten Stellen angefangen zu klatschen, wenn sie was gesagt hat. Und da war ich natürlich ganz klar und habe gesagt, also hier werden gar keinerlei Bekundungen im Gerichtssaal vom Publikum toleriert. Und wenn sie das nochmal machen, schmeiße ich sie raus und sie kriegen ein Ordnungsgeld auferlegt. Und ich habe das sehr bestimmt gesagt und dann war auch Ruhe. Am Anfang hat Ursula Haferbeck übrigens noch die Hoffnung, dass die Richterin Lisa Jani am Ende schon irgendwie für sie entscheiden wird. Und das wissen wir,
weil die alte Frau schwerhörig ist und deshalb sehr laut redet, sodass es alle hören können, auch wenn die Worte eigentlich nur für einen Anwalt bestimmt sind. Und als Haferbeck dann zu Beginn das erste Mal in den Saal kommt, da bemerkt sie, dass Lisa Jani sehr biodeutsch aussieht mit ihren langen blonden Haaren. Also Nazis würden sagen, so richtig schön arisch. Ja? Und als Haferbeck dann die Richterin das erste Mal sieht, dann sagt sie laut zu ihrem Anwalt, ach, die sieht ja nett aus, also die macht das bestimmt prima. Welcher Anwalt vertritt diese Frau eigentlich? Das ist so ein ganz unangenehmer Typ, der selbst rechtsextrem ist. Der war mal Chef der Viking-Jugend, die ist inzwischen verboten und in die NPD ist auch eingetreten. Und dieser Anwalt ist in ganz Deutschland verrufen, der reist umher und verteidigt immer wieder Rechtsextreme vor Gericht. So, lass uns mal über die zwei konkreten Vorwürfe sprechen, die es gegen Haferbeck gibt. Also die Taten, für die sie schon in der ersten Instanz verurteilt worden ist und die jetzt in der Berufung nochmal neu verhandelt werden müssen. Der erste Fall hat sich im Süden von Berlin abgespielt und zwar am Mariendorfer Damm in Lichtenrade. Da steht eine Gaststätte und die heißt Zum Marienstübchen. Und in dem Laden hat Ursula Haferbeck ein Buch vorgestellt. Also dieses Buch hat sie nicht selbst geschrieben, das ist von einem Volksverhetzer aus der Schweiz. Und an diesem Nachmittag sind 80 Gäste gekommen, darunter mehrere Funktionäre der NPD. Und dazu noch ein ARD-Journalist. Und den hat Haferbeck extra eingeladen, damit er berichtet und dann auch jeder wirklich mitkriegt, was sie Wichtiges zu sagen hat. Also die ARD darf da offen filmen, so sicher fühlt sich Ursula Haferbeck so. Und dann steht diese Frau tatsächlich stramm hinter so einem Tisch und um sie herum sitzen viele andächtig guckende Männer und in ihrer linken Hand hält sie ihr Redemanuskript und mit der rechten schwingt sie durch die Luft, so um ihre Worte noch extra zu unterstreichen und wie so eine Lehrerin im Unterricht steht sie da. Und dann sagt sie mit ganz ernster, fester Stimme, tja, es gäbe nur eine einzige mögliche Schlussfolgerung und die laute, den Holocaust, den hat es nicht gegeben. Und in Auschwitz habe es auch keine Gaskammern gegeben. Und ja, das Publikum im Marienstübchen, das ist begeistert, das klatscht Applaus. Und im zweiten Fall hat sie zwei Jahre später, also im Jahr 2018, einem rechtsextremen YouTuber, dem sogenannten Volkslehrer, ein Interview gegeben. Und da sieht man die beiden so gut gelaunt auf einem braunen Ledersofa sitzen, die plaudern entspannt und Ursula Haferbeck führt aus, warum es den Holocaust gar nicht gegeben habe. Dass die Zahl der Ermordeten in Wahrheit viel geringer sei und dass, falls doch einige Juden doch mal getötet wurden, dass auf jeden Fall wesentlich weniger gewesen seien als die Zahl der Deutschen, die in den besetzten Gebieten im Osten ums Leben gekommen seien, als sie von den Russen damals vertrieben wurden. Es ist der übliche Schwachsinn, aber offenbar kreuzgefährlich. Ja, denn das ist genau der Grund, warum einige Rechtsextreme den Holocaust leugnen, weil sie dann nämlich argumentieren können, dass Nazi-Deutschland gar keine so schlimmen Verbrechen begangen hat, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg also eigentlich gar keine Täter, sondern eher Opfer waren und dass es also keinen Grund gibt, heute so schlecht über die Nazis zu denken. Also letztlich wollen sie beweisen, dass der Faschismus ja im Grunde doch besser ist als die Demokratie. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass nicht alle Holocaust-Leugner rechtsextrem sind. Also dass es auch Islamisten gibt, die den Holocaust leugnen. Das hat dann aber wieder eine ganz andere Motivation. Also die argumentieren, die Juden hätten sich diese Geschichte nur ausgedacht und die hätten sich sogar selbst umgebracht, damit sie dann ja schön ihren Staat Israel gründen können. Also im Umkehrschluss sagen sie, Israel hat kein Recht zu existieren, denn die Juden hätten ja damals in Europa bleiben können. Und Ursula Haferbeck, das ist durchaus eine gebildete Frau, die zitiert gern Goethe und sie weiß ganz genau, was sie tut. Sie behauptet, viel Literatur über die Shoah gelesen zu haben, aber dabei halt dann eben zu eigenen Erkenntnissen gekommen zu sein. Und warum diese angeblichen Erkenntnisse ziemlich viel außer Acht lassen, das hat uns Lisa Jani präzise erklärt. Sie setzt sich nicht mit der gesamten Geschichtsforschung auseinander und nicht mit dem, was namhafte Historikerinnen und Historiker festgestellt haben mit echter Forschung, sondern sie gibt vor, obwohl sie selbst keine Historikerin ist, wissenschaftliche Mittel angewandt zu haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und sie verbreitet das in ihrer Gefolgschaft. Sie wird verehrt von auch jüngeren Leuten als Grande Dame der irgendwas. Und das ist eben das, wo man sagen muss, halt stopp, das geht so nicht. Ja, sie ist eben keine Forscherin, obwohl sie so tut, als wäre sie das. Sie zerpflückt das zum Teil
aber auf eine Art und Weise, die eben nicht nur unwissenschaftlich, sondern völlig daneben und unredlich ist. Das Entscheidende war auch, dass sie sich auf Quellen gestützt hat, die erkennbar auch nicht wissenschaftlich waren, wie zum Beispiel die Frage, ob Zyklon B in Auschwitz tatsächlich zum Einsatz gekommen sei. Da gibt es irgend so einen Chemiker, der so abstruse Thesen aufgestellt hat, die längst wissenschaftlich widerlegt sind. Aber sie hat damit eben immer gearbeitet. Und, das darf man auch nicht vergessen, immer so bagatellisierende Vergleiche angestellt, die eben ihr Weltbild sehr deutlich zum Vorschein haben kommen lassen. Die vorhandene wissenschaftliche Forschung hat Haferbeck tatsächlich zur Kenntnis genommen. Aber sie ignoriert weitestgehend ihre Ergebnisse. Also jedenfalls die Ergebnisse, die nicht in ihr Weltbild passen. Also eigentlich fast alle. Und im Prozess versucht die alte Frau jetzt, sich zu rechtfertigen. Und dabei lügt sie mehrfach, was Lisa Jani aber auffällt. Denn zum Beispiel behauptet sie, ja, sie habe damals in dem Marienstübchen ja gar nicht ihre eigene Meinung gesagt, sondern nur zitiert. Und das ist aber eindeutig falsch, denn es gibt ja Zeugen und es gibt auch einen Videomitschnitt. Und da ist eben genau das deutlich drauf zu sehen. Und über das YouTube-Video mit diesem angeblichen Volkslehrer, da sagt sie, ja, ich wusste gar nicht, dass das im Internet verbreitet wird. Ja? Denn von sowas Neumodischem wie dem Internet, da verstehe sie ja überhaupt nichts. Und das ist aber ebenfalls gelogen, denn es existiert noch ein weiteres Video von dem Tag, ein Making-of quasi, und da wird gezeigt, dass man ihr das sehr wohl vorher erklärt hat, wo dieses Interview später ausgestrahlt wird. Und dieser Unterschied ist auch ganz wichtig, denn zu Hause im stillen Kämmerlein, da darf wirklich jeder alles sagen, auch wenn es noch so irre ist. Also der Straftatbestand der Volksverhetzung ist nur gegeben, wenn jemand so etwas in der Öffentlichkeit sagt oder sonst wie öffentlich verbreitet. Also ihre Schutzbehauptungen vor Gericht fliegen jedenfalls auf. Und obendrauf kommt dann noch aber, dass sie in dem Prozess schon wieder den Holocaust leugnet. Also sie behauptet zum Beispiel, das Giftgas Zyklon B, das sei gar nicht in der Lage, Menschen umzubringen. Das habe sie selbst in einem Chemiebuch nachgelesen. Ja, und Auschwitz sei gar kein Vernichtungslager gewesen, sondern bloß ein Arbeitslager. Und die Schornsteine in Auschwitz, die seien bloß zum Brotbacken da gewesen. Wenn jemand so unbeirrbar diese Lügen erzählt und sich auch vor Gericht nicht zurückhält, sondern noch unverblümter daherredet als schon in diesem Video, für das er angeklagt ist, da stellt sich doch irgendwie die Frage, kann derjenige oder diejenige wirklich so niederträchtig sein oder so fehlgeleitet? Das hat doch echt was Krankhaftes. Guter Punkt, und das habe ich Frau Jani dann auch mal gefragt. Ich habe natürlich aus der Perspektive als Richterin schon überlegt, ob sie gegebenenfalls gar nicht mehr schuldfähig ist, beziehungsweise bei der Begehung der Taten war. Eben aufgrund ihres Alters, da kann man ja auch an Altersstarrsinn, Demenz oder sonst irgendwas denken. Aber als sie angefangen hat zu sprechen, wurde ganz schnell deutlich, dass sie eben noch geistig sehr wach ist und dass sie immer noch von ihren Ideen überzeugt ist und auch immer noch ein Sendungsbewusstsein hat. Das war ja irgendwie auch das Entscheidende. Und sie hat überhaupt nicht den Eindruck vermittelt, als wäre da irgendwas aufgrund ihres Alters nicht mehr ganz funktionsfähig oder so. Deswegen habe ich den anfänglichen Gedanken, den ich hatte, sie gegebenenfalls begutachten zu müssen, hinsichtlich der Schuldfähigkeit, den habe ich ganz schnell verloren, den Gedanken, weil einfach ganz klar war, dass sie noch Herr ihrer Sinne ist oder Dame ihrer Sinne. Und es war auch ganz interessant, weil der Verteidiger hatte dann eben sie so hingestellt, als sei sie eigentlich gar nicht mehr so richtig zurechenfähig, weil sie schon so alt sei und so weiter. Aber sie hat dann zu meinen Fragen ständig Stellung nehmen wollen, also auch entgegen dem Rat ihres Verteidigers. Und manchmal guckte der etwas konsterniert auf sein Papier, weil sie sich natürlich irgendwann um Kopf und Kragen geredet hat und uns eben davon überzeugt hat, dass es sich wirklich um eine Holocaust-Leugnerin handelt, durch und durch. Okay, also alt ist sie. Und auf jeden Fall zurechnungsfähig. Und sie hat das dringende Bedürfnis, ihre Sicht der Dinge mitzuteilen und zu verbreiten.
Hast du mit dieser alten Dame irgendeine Form von Mitleid? Nee, wirklich 0,0. Also ich finde das Treiben von ihr so verwerflich. Ich wünsche dieser Frau wirklich alles Schlechte auf der Welt. Ja. Und wenn ich daran denke, wie viele Millionen Menschen gar nicht die Chance hatten, so alt zu werden wie sie und so lange leben zu dürfen, weil sie einfach von Nazis ermordet wurden. Und dann kommt tatsächlich so diese kackdreiste Frau und versprüht ihr Gift und ihre Lügen weiter. Und dass diese Frau so alt ist, das ist für mich überhaupt gar kein Argument für irgendwelche Milde. Also eher im Gegenteil. Du musst ja überlegen, Haferbeck hat diese dunkle Zeit, ihre Nachwirkungen und auch die Aufarbeitung selbst miterlebt. Ich finde das sogar noch verwerflicher, wenn sie jetzt ihren Hass verbreitet als einen 19-Jährigen, der von nichts eine Ahnung hat und auf irgendeinem Marktplatz dumpfe Parolen brüllt. Lisa Jani sagt, dass sie Ursula Haferbeck im Grunde als sehr einsam empfindet. Ja. Dass die Angeklagte im Privaten eigentlich niemanden habe, der ihr Rückhalt gebe. Und das habe Haferbeck auch immer wieder gesagt. Also sie hat weder Kinder noch sonstige Verwandte und deshalb erfreue sich halt umso mehr an ihrer rechtsradikalen Fangemeinde, von der sie Post bekommt und Blumen und so weiter. Und davon hat sie auch im Prozess erzählt. Also dass sie, als sie schon einmal wegen Holocaustleugnung im Gefängnis saß, so viele Briefe erhalten habe. Und das wertet Lisa Jani auch als Zeichen von sozialer Einsamkeit. Wieso sollte Geld nicht der richtige Umgang für mich sein? Ist Unberechenbarkeit berechenbar? Wie konnte sich Oma überhaupt ein Haus? Warum hört Gleichberechtigung beim Geld auf? Kann mein Geld das Klima schützen? Was, wenn wir uns trennen? Antworten auf die finanziellen Fragen und Sorgen unserer Zeit. Eine Initiative von Hypo Vereinsbank, Allianz, Amundi, Wüstenrot und One Markets. Jetzt informieren auf hvb.de/mitdenken. Einer ihrer großen Fans ist der Berliner Rechtsextremist Nikolai Nerling, der sich selbst der Volkslehrer nennt. Er ist selbst bereits wegen Volksverhetzung verurteilt und das ist auch der Mann, der sie auch in diesem YouTube-Video interviewt hat. Und Lisa Jani kennt ihn auch schon und zwar aus einem früheren Verfahren gegen Haferbeck. Da war Jani zwar nicht selbst Richterin, aber sie war eben als Sprecherin der Berliner Gerichte involviert. Und als Sprecherin gehört es zu ihren Aufgaben, eben vorher zu gucken, dass die Menschen, die sich als Journalisten für den Prozess anmelden, auch tatsächlich Journalisten sind. Also die dürfen nämlich im Saal ganz vorne sitzen, Laptop mit reinnehmen, zu Beginn auch filmen oder manchmal fotografieren. Und es passiert eben immer wieder, dass bei Prozessen wie gegen die Haferbeck sich irgendwelche Sympathisanten aus Pappe einen Presseausweis basteln, den dann schön laminieren und so als Gerichtsreporter auftreten wollen. Und mit so einem Fake-Ausweis hat damals auch der selbsternannte Volkslehrer Nikolai Nerling versucht, im Gerichtsgebäude Aufnahmen vom Prozess zu machen. Und dieser Ausweis ist Jani aber aufgefallen. Und im Zuge dessen habe ich ihm dann auch die Drehgenehmigung entzogen und ihn des Hauses verwiesen. Weil er sich dann geweigert hat zu gehen, habe ich zwei Wachtmeisterkollegen gebeten, ihn rauszutragen. Das war alles sehr theatralisch. Und danach bin ich dann erstmal in mein Büro gegangen und dachte, also dass es sowas überhaupt gibt. Und 10 Minuten später stand dann die Polizei bei mir vom Schreibtisch und hat mich als Beschuldigte belehrt. Die waren selbst ein bisschen verdattert, ich auch. Und da hatte also dieser sogenannte Volkslehrer mich dann gleich vor der Tür angezeigt. Es stellt sich dann schnell heraus, dass die Anschuldigungen von dem sogenannten Volkslehrer unbegründet waren. Und so schräg das klingt, dieser Mann gilt unter Rechtsextremen und Holocaustleugnern inzwischen als echte Autorität, also quasi als Instanz. Also in Deutschland gibt es aktuell im Grunde 3 Personen, die in dieser Szene so als Prominente verehrt werden. Das ist einmal Ursula Haferbeck, dann der Neonazi Horst Mahler und eben der Volkslehrer Nikolai Nerling. Und im Kopf ist der so gestrig wie Haferbeck natürlich, aber sein biologisches Alter ist erst so um die 40 und deshalb erreicht er mit seiner Volksverhetzung auch jüngere Menschen. Über diesen Nikolai Nerling haben wir ja im Tagesspiegel schon öfter berichtet. Also der Mann war eigentlich Lehrer an einer Grundschule in Berlin und in seiner Freizeit hat er aber auf YouTube gegen Juden gehetzt. Und in seinem Berufsleben hat er dann Kinder in Sport, Englisch und Musik unterrichtet. Du, Sebastian, du hast ja so ein ganz spezielles Verhältnis zu diesem Mann, denn du hast dafür gesorgt, dass dieser Volkslehrer von seiner Schule geflogen ist. Naja, also sein Nachname und der Name der Schule, die waren lange unbekannt. Ja?
Er hat nur in seinen Videos immer wieder gesagt, er sei Lehrer irgendwo in Berlin. Hätte natürlich auch Quatsch sein können. So. Aber wir haben eben gedacht, wenn das so ist, dass er in seinen Videos so einen Müll verbreitet, dann kann es ja auch sein, dass er tagsüber in der Schule das Gleiche seinen Schülern erzählt. Und dann wäre es ja vielleicht gut, wenn die Schule das wüsste und vor allen Dingen auch, wenn die Eltern dieser Schüler das wüssten. Und dann können die nämlich entscheiden, ob sie wollen, dass ihre Kinder diesen Quatsch im Unterricht abbekommen. Okay, dann musst du jetzt aber auch erzählen, wie du damals seinen Nachnamen wirklich rausgefunden hast. Es war wie so oft Fleißarbeit und ein bisschen Glück. Also am Ende hat sich dieser Typ selbst verraten. Also der hatte ein Foto von sich in die sozialen Netzwerke gestellt. Und dieses Foto konnte man downloaden und dann Rechtsklick mit der Maus den Dateinamen lesen. Und da stand dann eben, dass das Foto Nerling.jpg genannt wurde. Er hat also seinen eigenen Nachnamen da reingetan. So. Und dann konnte man googeln, Nerling und Schule Berlin. Und dann kam eben raus, dass ein Nikolai Nerling in Berlin-Gesundbrunnen an der Vineta-Grundschule Sport unterrichtet. Groß. Und dann hast du bei der Schule angerufen, um mal ganz unverbindlich nachzufragen, warum die so jemanden unterrichten lassen. Ja klar, und die haben wirklich versucht, das unter den Tisch zu kehren. Also ich habe mit dem kommissarischen Leiter der Schule gesprochen am Telefon und der hat mich echt darum gebeten, doch bitte bloß nicht über diese Angelegenheit zu berichten, weil das würde ja ein schlechtes Image für die Schule bedeuten. Und dieses Argument hat uns beim Tagesspiegel natürlich sofort überzeugt. Nein, das haben wir natürlich öffentlich gemacht und kurz darauf ist Nerling dann auch suspendiert worden. Und dann kam später noch raus, dass es auch schon mehrfach Beschwerden gab über diesen Herrn und die Schulaufsicht hat ihn aber einfach weitermachen lassen. So, und ausgerechnet diesem Typen hat Ursula Haferbeck ihr Interview gegeben. Zwei Holocaust-Leugner unter sich. Frau Haferbeck wusste und wollte, dass sie durch dieses Interview, durch die Verbreitung auf YouTube, ein großes Publikum erreichen würde. Und dass sie vor allem auch junge Menschen erreichen würde. Menschen, die niemals zu ihr ins Marienstübchen nach Lichtenrade kommen würden. Wir haben ja schon vorhin über das mögliche Strafmaß gesprochen. Im Gesetz heißt es sinngemäß, wer ein unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenes schweres Verbrechen öffentlich billigt, leugnet oder verharmlost, der kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft werden. In der Praxis bleibt es aber meistens zunächst bei einer Geldstrafe. Das sieht man auch, wenn man sich die ganzen früheren Verurteilungen von der Frau Haferbeck anschaut. Du hast da vorne in die Liste liegen. Lies doch mal vor. Puh, ja, also los geht es im Jahr 2004. Da wird Ursula Haferbeck von einem Amtsgericht in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal wegen Volksverhetzung verurteilt. Und zwar zu einer Geldstrafe von 5.400 Euro. 2007 wird sie erneut wegen Volksverhetzung verurteilt, 2008 ein weiteres Mal, wieder zu einer Geldstrafe, 2010 dann das nächste Mal, da bekommt sie dann eine Bewährungsstrafe von 6 Monaten, 2016 steht sie erneut vor Gericht, diesmal wegen Volksverhetzung in gleich 7 Fällen und da schickt sie der Richter dann auch erstmals tatsächlich für 2 Jahre ins Gefängnis. Das heißt, dieser Frau ist also sehr genau bewusst, für welche Behauptungen sie vor Gericht landet. Und deshalb versucht sie einen Trick, nämlich, dass sie manche ihrer Lügen einfach so als Fragen verpackt. Also quasi, warum kann mir niemand beweisen, dass es den Holocaust gab? Und natürlich ist es auch falsch, eben weil er so gründlich von Historikern dokumentiert ist und natürlich bewiesen ist. Aber so kann Haferbeck ja behaupten, ja, ich stelle ja nur Fragen. Bevor wir jetzt verraten, wie Lisa Jani in diesem Fall geurteilt hat und ob sie auf solche Tricks reinfällt, lass uns noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie Lisa Jani überhaupt Richterin geworden ist. Wenn ich richtig informiert bin, war das am Anfang nämlich gar nicht ihr Traumberuf. Nein, Richterin ist sie nur über Umwege geworden. Also eigentlich wollte sie Journalistin werden. Nach dem Abi hat sie deshalb erstmal die Berliner Journalistenschule besucht und sie hat unter anderem als freie Autorin auch beim Tagesspiegel gearbeitet. Und du, Katja, warst damals auch schon in diesem Laden hier. Also erinnerst du dich noch an sie? Ja, obwohl es extrem lange her ist. Ich war damals noch selber ganz frisch, aber Lisa Jani fiel in diesem Praktikantenstrom ziemlich schnell auf. Also sie war eben ziemlich schlau, dazu noch nett, lustig und auch noch sehr hübsch. Jedenfalls wollte sie nach der Journalistenschule dann auch noch was studieren und hat sich dann für Jura entschieden. Und da hat Lisa Jani ihr Herz für Strafrecht entdeckt. Das hat sie fasziniert. Anschließend hat sie erstmal als Staatsanwältin gearbeitet, ist dann Sprecherin der Berliner Justizverwaltung geworden und dann ist sie 2,5 Jahre später zur Richterin
gewählt worden. Richterin zu sein ist natürlich noch mal ein Zacken schöner als Staatsanwältin, weil man natürlich entscheiden kann. Und ich entscheide sehr gerne und fühle mich da auch sehr zu Hause. Und ich habe ein sehr gefestigtes Wertekostüm. Und das ist schön, wenn man das zur Anwendung bringen darf. Das hört sich vielleicht für manchen ein wenig befremdlich an, dass einem sowas Spaß machen kann. Aber dieses Gesetz zu sehen und das auch im Lichte unserer Verfassung immer neu interpretieren zu können und anwenden zu können, das ist einfach ein schönes Gefühl und gibt mir auch das Gefühl, dass ich gesellschaftlich irgendwie meinen Beitrag leisten kann. Und mancher mag das kitschig finden. Für mich ist das wirklich total wichtig. Natürlich hätte ich auch als Anwältin irgendwo ein Heidengeld machen können. Aber ich denke nicht, dass mich das so erfüllt hätte wie dieser Beruf jetzt. Wegen ihrer Funktion als Sprecherin kommt sie dann nicht so oft wie andere Richter dazu, selbst Prozesse am Amtsgericht zu leiten. Im Moment glaube ich, nur jeden zweiten Freitag und dann jeweils sowas 2 bis 4 Verfahren am Tag. Und da geht es dann hauptsächlich um kleinere Delikte wie Ladendiebstahl, Schwarzfahren, Körperverletzung, aber auch mal eine fahrlässige Tötung. Und dabei handelt es sich dann meistens um Verkehrsdelikte. Was ihr an dem ganzen Spaß macht, haben wir eben schon gehört, aber ich habe sie auch gefragt, was die nervigen Seiten an ihrem Job sind. Naja, manche Akten sind nicht so prickelnd, muss man sagen. Insbesondere Betrugssachen, wo es dann um Geld geht und wo man jeden Pfennig nachrechnen muss, ob das so stimmt. Und das ist für mich persönlich immer so ein bisschen mühsam. Und Geld interessiert mich grundsätzlich nicht so sehr. Deswegen sind diese Betrugsverfahren auch nicht wirklich nach meinem Geschmack. Aber sie gehören natürlich dazu. Aber es ist dann sehr nervig, wenn man sich Seiten oder bändeweise durch Kontostaffeln wühlen muss. Ja, also da steht dann drin, wann, wo, was überwiesen wurde und wo die Gelder hingeflossen sind. Das ist mühsam, da muss ich mich immer ein bisschen überwinden. Also mir liegen menschliche Fälle näher. Also da habe ich dann auch manchmal am ehesten das Gefühl, die Leute auch zu erreichen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Verhandlung, da ging es um Körperverletzung. Da hatten sich 2 Autofahrer in die Haare gekriegt und hatten dann auf der Fahrbahn angehalten. Und einer von denen hat dann den anderen zusammengeschlagen und war so völlig ausgetickt. Und ich war dann auch schon sozusagen darauf vorbereitet im Gerichtssaal, das sehr streitig zu verhandeln, also dass das dann sehr konfliktreich werden würde. Und es war ganz nett, weil der Angeklagte war schon im Saal und wir haben eben verhandelt und er hatte schon gesagt, ja, also stimmt und so. Und dann habe ich den Zeugen, also den angegriffenen Autofahrer, dann als Zeugen reingerufen und dann fragte mich der Angeklagte, darf ich einmal kurz aufstehen? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat der also sein Opfer sozusagen, in den Arm genommen. Und dann haben die sich so wie Männer eben auf die Schulter geklopft. Und das war einfach so, dass ich dachte, ja, okay, jetzt ist der Rechtsfrieden eigentlich schon wieder hergestellt. Ich muss da gar nicht mehr viel machen. Da habe ich das Verfahren dann tatsächlich auch eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße. Das war jetzt kein krimineller Mensch oder so. Der ist halt mal ausgetickt, hat aber auch eingesehen, dass er einen Fehler begangen hat. Der Geschädigte konnte ihm auch verzeihen. Und das war so ein Moment, da hat man gedacht, okay, das läuft hier auch, ohne dass ich jetzt groß mit dem ganz scharfen Schwert des Strafrechts kommen muss. So, und dann habe ich auch noch eine Frage gestellt, die mich schon immer sehr interessiert hat. Und zwar, jeder Mensch macht ja in seinem Beruf Fehler. Also Handwerker macht das. Ein Bäcker macht das, der Mann an der Lidl-Kasse wird Journalist. Also ich jetzt nicht, aber du zum Beispiel machst auch Fehler. Und ja, ich weiß, das ist immer ein ganz, ganz großes Thema für dich. Immer willst du wissen, ob jemand schon mal einen Fehler gemacht hat, ob er das dann auch eingesehen hat, ob er es zugegeben hat und ob er sich dafür entschuldigt hat.
Warum findest du das eigentlich so wichtig? Naja, ganz einfach, weil ich die Schwächen und Fehler und Krisen von Menschen so viel spannender finde, als jetzt hier irgendwelche Erfolgsgeschichten zu erzählen. Ja, wir machen ja eben keine PR hier. So. Und, liebe Katja, um vergeben zu können, braucht es erst eine Entschuldigung. Naja, jedenfalls, auch gerade im Richterberuf hat es sehr konkrete, drastische Auswirkungen für Betroffene, wenn einem Richter ein Fehler unterläuft. Ja. Und deswegen frage ich mich, wie geht man mit dieser Verantwortung um und ist Lisa Jani schon mal ein Fehler passiert und wie ist sie dann damit umgegangen? Aber ist es nicht eher unwahrscheinlich, dass eine Richterin öffentlich jetzt über ein eigenes Fehlurteil spricht? Ja, ganz genau, das hätte ich auch gedacht und ich hätte es auch verstanden. Ja. Aber sie hat es getan und sie hat das hier gesagt. Als Proberichterin fiel es mir noch schwer, anfangs diese Verantwortung wahrzunehmen. Inzwischen habe ich derlei Gefühle, Vorbehalte, Schwierigkeiten gar nicht mehr. Ich gehe sehr sorgfältig mit den Fällen um. Ich bereite mich immer optimal vor und treffe auch keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus, sondern denke mich immer sehr in einen Fall ein. Ich zögere auch nicht, mich mit anderen Kolleginnen und Kollegen auch mal zu beraten oder so. Ich weiß, ich habe einmal wirklich ein dämliches Urteil gesprochen. Da war ich auch noch Proberichterin und da ging es um einen Ladendiebstahl. Und das war eine Frau, die hatte schon ganz oft geklaut. Und die Amtsanwältin war dann überzeugt davon, sie müsste nun unbedingt ins Gefängnis. Und da hatte ich mich dann irgendwie hinreißen lassen. Und man nennt das den sogenannten Anker-Effekt. Also wenn erstmal etwas in den Raum gestellt wird, dann orientiert man sich ganz schnell daran und denkt gar nicht mehr frei. Ja, also im Sinne von, naja, wenn die da jetzt gleich 6 Monate Freiheitsstrafe unbedingt, also ohne Bewährung haben möchte, dann macht man das und denkt gar nicht mehr an eine Geldstrafe. Und da habe ich dann hinterher gedacht, was habe ich da eigentlich gemacht? Das war, auch wenn sie das immer wieder gemacht hat, verwahre ich mich jedenfalls immer gegen diesen Automatismus, dass man gleich, also das erste Mal Geldstrafe, dann vielleicht nochmal eine Geldstrafe, dann eine Freiheitsstrafe auf Bewährung und dann gleich die ganze Packung, also Gefängnis. Und damals war das bei diesem Ladendiebstahl nicht richtig gewesen. Da habe ich dann aber die Angeklagte tatsächlich kontaktiert und ihr geraten, Berufung einzulegen. Und sie hat tatsächlich dann auch eine Bewährung dann noch bekommen. Ja, da hatte ich mich echt hinreißen lassen. Wir Strafrichter, anders als andere Richter, sprechen sogenannte Stuhlurteile. Das hört sich furchtbar an, ich weiß. Aber das bedeutet einfach, dass wir am Ende einer Verhandlung tatsächlich gleich entscheiden. Anders als zum Beispiel die Zivilrichter. Die verhandeln dann erstmal und dann ziehen sie sich zurück und schlafen nochmal 10-mal drüber. Und dann gibt's einen Verkündungstermin. Bei uns ist das so, also gerade bei den kleineren Fällen natürlich, dass wir dann oft nur eine Stunde Zeit haben, um so einen Diebstahl zum Beispiel zu verhandeln oder eine Nötigung. Und dass wir dann am Ende gleich zu einem Ergebnis kommen müssen und dann vom Stuhl aufstehen und das eben verkünden. Und da kann man auch schon mal eben Mist machen, wenn man einen schlechten Tag hat. Aber wie gesagt, bei mir hält sich das Gott sei Dank in Grenzen. Bis auf diesen einen Fall habe ich da keine Fälle, die mir nachts den Schlaf rauben. Okay, jetzt aber zurück zu Ursula Haferbeck, der betagten Holocaust-Leugnerin. Wir kennen jetzt also ihre Taten, ihre Vorstrafen, ihre Argumentation. Wir wissen, dass sie geistig voll zurechnungsfähig ist. Und Lisa Jani und ihre 2 Schöffen müssen jetzt ein Urteil fällen. Zu welcher Entscheidung kommen sie? Es ist ja, wie gesagt, ein Berufungsverfahren und das Gericht bestätigt am Ende die beiden Urteile aus der ersten Instanz. Und es legt eine Gesamtstrafe fest, nämlich 1 Jahr Gefängnis ohne Bewährung. Und diese Urteilsbegründung, die hat es echt in sich. Also das Gericht führt aus, dass Haferbeck eben keine Wissenschaft betreibt, keine Historikerin ist und nicht mal ansatzweise wie eine Historikerin arbeitet. Sie habe sich vorsätzlich, ich zitiere, eine erfundene Pseudorealität geschaffen, die von der historischen Wahrheit meilenweit entfernt liege. Das Gericht bescheinigt ihr eine bewusste
und kalkulierte Ignoranz. Als strafverschärfend wertet das Gericht dann noch die vielen Vorstrafen, alle wegen desselben Delikts und auch eine hohe Rückfallgeschwindigkeit der Angeklagten. Besonders schwer wiege außerdem Haferbecks antisemitische Grundhaltung sowie, wieder Zitat, ihr Glaube an die Überlegenheit des deutschen Volkes und dass die Angeklagte keinerlei Reue oder Einsicht zeige. Eine positive Sozialprognose, wie es heißt, könne man selbst bei größtem Wohlwollen nicht annehmen, will sagen, es besteht keinerlei Hoffnung, dass sich diese alte Frau künftig aus der Öffentlichkeit zurückzieht und ihre Hetze für sich behält. Das alles führt dazu, dass das Gericht die Strafe nicht zur Bewährung aussetzt, sondern dass es Haferbeck tatsächlich noch einmal ins Gefängnis schickt, trotz ihres hohen Alters. So, und ich habe jetzt hier auch nochmal ein Zitat aus der Urteilsbegründung, das ich gern vorlesen möchte, weil ich finde, dass diese Stelle den Nagel echt auf den Kopf trifft. Da benennt Jani nämlich, dass Haferbecks Wirken nicht einfach so im luftleeren Raum stattfindet und so als Spinnerei abgetan werden kann, sondern dass das Konsequenzen hat für unsere Gesellschaft. Also, ich lese mal. Zitat: Ihre Argumentation war und ist gefährlich, insbesondere unter Berücksichtigung des gesamtgesellschaftlichen Klimas, gerade auch zu den Tatzeiten. Dazu gehört vor allem, dass die Aufnahme vieler Flüchtlinge im Jahr 2015 in Teilen der Bevölkerung zu Ängsten geführt hatte und viele zu der trügerischen Annahme zu veranlassen schien, früher sei alles besser gewesen. Hinzu kommt, dass immer mehr Zeitzeugen versterben, damit verblasst auch die kollektive Erinnerung zusehends. Antisemitische Übergriffe werden häufiger. Im Gefängnis sitzt Haferbeck übrigens bis heute nicht. Sie hat zwar schon einen Termin für den Haftantritt bekommen, aber jetzt behauptet ihr Anwalt, dass sich ihr Gesundheitszustand radikal verschlechtert habe und sie sei nicht fähig, die Strafe anzutreten. Deshalb hat das Gericht jetzt einen Gutachter beauftragt. Und die Anhänger von Haferbeck, die hetzen nun gegen Lisa Jani. Also im Internet gibt es richtige Hasspamphlete mit Verschwörungstheorien über Jani. Da wird zum Beispiel behauptet, die Frau sei linksradikal. Und ich habe sie dann noch gefragt, ob ihr solche Anfeindungen eigentlich was ausmachen. Also im Internet gucke ich nicht, was über mich verbreitet wird. Das interessiert mich einfach nicht, was solche Kreise über mich sagen. Ich habe sehr viel Post bekommen nach diesem Urteil, unter anderem von Horst Mahler. So ein Pamphlet, da hat er auch ein Foto von mir aus dem Netz runtergeladen und da eingestellt und dann hat er irgendwie über den Talmud und Hitler und irgendwas gefaselt. Also das war schon wirklich bizarr, davon habe ich mich aber auch nicht bedroht gefühlt zum Beispiel. Es gab andere, die haben mir gewünscht, dass mich die gerechte Strafe erreichen möge. Das war aber noch so, ich sag mal, verklausuliert. Und wie gesagt, was im Internet steht, das lese ich nicht. Sollen Sie sich über mich aufregen? Das ist mir egal. Liebe Hörerin, damit sind wir am Ende dieses Falls, aber es lohnt sich auch heute wieder dran zu bleiben, denn gleich gibt es noch unsere Rubrik Crime Update. Aber erstmal sagen wir herzlichen Dank bei Heiko Beer für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound und ganz vor allem bei euch fürs Zuhören. Und wir haben eine Bitte an euch. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft, weiter zu wachsen und bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer viele Sterne da lasst. Und bitte teilt die heutige Folge mit euren Freunden oder euren Kollegen. Und falls ihr jemanden kennt, der für rechte Verschwörungstheorien empfänglich ist, der vielleicht schon mal selbst Kontakt mit Holocaust-Leugnern wie Haferbeck hatte, dann ist diese Folge vielleicht auch für ihn oder sie interessant. Gut, jetzt aber zu Crime Update, unserer neuen Rubrik. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren Serienfällen passiert ist, welche neuen Entwicklungen es in der Zwischenzeit gab. Und du, Sebastian, hast Neuigkeiten über unsere spezielle Freundin Heike Werning mitgebracht. Genau, die Reichsbürger aus unserer Episode 16. Die Folge hieß Putsch im Rathaus. Und Heike Werning war ja die Chefin der Reichsbürgersekte Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Und die wollte von Berlin aus die Macht in Deutschland übernehmen. Die hat auch übelsten Antisemitismus verbreitet und eine Menge Menschen bedroht. Und die Gruppe ist ja inzwischen verboten worden. Heike Werning hat trotzdem einfach weitergemacht.
Es gab haufenweise Anzeigen gegen sie, aber die Berliner Staatsanwaltschaft, die hat es nie geschafft, Anklage zu erheben. Das war echt frustrierend, das mit ansehen zu müssen. Aber inzwischen hat sich was getan, denn Heike Werding, jetzt kommt's, die sitzt mittlerweile im Gefängnis. Die Verurteilte ist 61 Jahre alt. 61, du hast das heute echt auf die Frauen Ü60 abgesehen. Ja, stimmt. Und die ist vom Landgericht Lüneburg zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Reichsbürger, dann hört euch mal diese Folge an. Es ist wirklich bizarr. Ja, und bizarr fand übrigens auch der Richter, was Heike Werding bei ihrem Prozess dann ausgesagt hat. Also sie ist in dem Saal wohl sehr höflich aufgetreten, aber hat dem Richter auch zu verstehen gegeben, dass er ja leider gar keine Autorität besitzt, weil die Bundesrepublik sei ja kein richtiger Staat, sondern eine Firma und deswegen könne der Richter auch kein Richter sein, logisch. Das fand der Richter aber nicht so überzeugend. Und ihre ulkige Gruppe, die geeinten deutschen Völker und Stämme, hört man von denen noch irgendwas? Nein, alles ruhig, auch die Telegram-Kanäle schweigen. Ich denke, es liegt daran, dass Heike Werding im Knast einfach kein Handy hat und die anderen werden sich wahrscheinlich nicht trauen, einfach ohne sie irgendwie öffentlich was zu sagen. Aber falls da noch was kommt, werden wir natürlich darüber berichten. Ich bleibe dran. Gut, liebe Katja, unsere nächste Folge Tatort Berlin, die kommt in 4 Wochen. Weißt du schon, welchen Fall du uns dann mitbringst? Ja, da können wir uns gewissermaßen auf eine Art Vampir der Justiz freuen, denn kaum einer scheut das Licht der Öffentlichkeit wie er und seine Kollegen normalerweise. Er ist nämlich ein Ermittlungsrichter und für uns hat er aber eine große Ausnahme gemacht. Wir freuen uns, wenn auch ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, liebe Zuhörerinnen und tschüss, liebe Katja. Tschüss, Sebastian.